Digitalisierungsverlierer und Gewinner. Herzlich willkommen zum Gründer-Podcast mit Peter K. Wagner. Ja, hallo Christi. Hat nicht Josef Zotter tatsächlich letzte Woche, na du hast gesagt, dass wir, na er hat gesagt, dass wir Startup-Flair haben oder du? Weiß ich nicht mehr. Beide. Beide, okay. Wie geht's dir? Ja, danke. Ich will gar nicht über Josef Zotter reden, sondern ich würde gerne über den Herrn Alisic reden. Ja, hast du angekündigt. Ich habe gefragt, wer das ist. Ausnahmsweise mal, der ist ein talentierter Bursche, Mitte 20, ich weiß nicht, was für ein Jahrgang, aber tatsächlich ausnahmsweise mal nicht ein Fußballer, sondern ein Fleischereibesitzer. Graz, okay. Kärntner Straße, ich sag's dir, Schaupovic, das ist irre. Das ist bosnische Wurzeln, hat von seinen Eltern den Laden übernommen, hat da Fleischerei in der Kärntner Straße, da kriegst du Cevapcici in einer Qualität. Sensationell. Habe ich gekauft. Ein Kilo. Letzten Freitag. Ich ist ja relativ, bin ja eher dieser, ich möchte, dass Tiere zu Tode gestreichelt sind und Bio, Bio, Regional, Regional. Und dann habe ich trotzdem ein schlechtes Gewissen. Aber, also typischer Bobo, Hipster, früher, ja, die klassische Frage wäre bei alles gesagt jetzt, Bio-Gurke in Plastikfolie oder keine? Kein Bio, aber nicht in Plastikfolie. Ah, wirklich, das fragen Sie immer? Mhm. Ah, lustig, aber das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ja, was sagst du jetzt drauf? Gar keine Gurke, weil ich finde Gurken sind nicht überbewertet. Richtige Antwort. Aber jedenfalls, Ibrahim Alisic hat ihm diese Bude, also für alle, die in Graz wohnen, also ich möchte mir wieder mal einen Sponsor wünschen für uns. Das ist wirklich toll. Die haben ja ganz tolle so Balkan-Lebensmittel, so, ich habe da ganz tolle Feigenkekse ja gekauft. Und da kriegst du auch voll feines, selbstgemachtes Kaimak dort, weil Cevapcici schmecken dann am besten, wenn du frischen Zwiebel hast und Kaimak dazu. Mhm. Und sie haben auch Fladen Brot, das auch ziemlich nice ist, und sie waren sehr nett, weil ich war das erste Mal dort und haben gemerkt, dass ich ein bisschen unsicher bin, was ich kaufe, oder wie auch immer. Ich habe gesagt, ja, magst du Fladenbrot dazu? So, ja, okay, überzeugt. Dann hat er klar gesagt, wenn es nicht schmeckt, kann ich es zurückbringen. Ich habe gesagt, ja, passt, Fladenbrot, vor allem morgen schmeckt dann noch extrem gut. Ich habe es nicht zurückgebracht, das hat gut geschmeckt, und es gibt auch seit kurzem eine zweite Filiale in Richtig, Leon. Und sie planen, bosnische Fachkräfte mit Sprachkenntnissen, mit deutschen Sprachkenntnissen auszustatten und sie nach Österreich zu schicken und das Ganze noch weiter zu, wie sagt man, skalieren, nämlich zu erweitern, expandieren. Sie wollen auch in anderen Städten, also auch wenn ihr jetzt nicht in Leoben oder in Graz zu Hause seid und uns hört und vielleicht Cevapcici mögt, man hofft doch, dass es bald woanders ist. Und das Nette ist, das ist jetzt nicht so irgendwie Fleisch, wo du da denkst, sowas die aus da Dings. Also nicht, dass es jetzt in Südbosnien keine tolle Fleischqualität geben würde. Will ich aber auch hören. Das ist ja du als Wahlbosnier, das darf ich natürlich für dich nicht sagen. Aber tatsächlich, ihre Rind-, Lamm- und Hühnerfleisch-Geschichten kommen liest aus dem Weizer Bergland. Ich habe mir das rausgesucht. Ja, das war ein Artikel in einer kleinen Zeitung. Ich finde die wirklich toll. Ja, freut mich. Ich, ja, war in Bosnien, wollte ich sagen. Ich war in Slowenien gestern. Ja, deswegen habe ich gedacht, das passt dazu. Ich war in Slowenien am Sonntag und habe natürlich... Cevapcici. Nein, also. Aber sehr gut gespeist am Heimweg, muss ich sagen. Mitten in Slatina, es war ausgezeichnet. Ja, also, was hast du denn gekriegt? Ja, nicht das, was ich bestellt habe, aber es war trotzdem ausgezeichnet. Es sind, was wolltest du? Ich habe gesagt, ich hätte gerne, dass es der Herr drüben auf Tisch 2 bestellt hat. Also ich bin davon ausgegangen, dass Tisch 2 war, weil es der zweite Tisch im Gastgarten war. Und sie hat gesagt, ja, das ist das und das und mit Fleisch und Gemüse, und ich hat genauso ausgeschaut. Ich habe dann eine Art Grillteller bekommen, ach so. Aber muss ich auch sagen, hervorragend. Sie war Peter dabei gewesen. War auch dabei. Eiver war dabei. Zwiebel also du war dabei. Magst, du bist eher Eiver als Kaimak. Ja, klar, okay. Ganz klar. Aber sensationell hat es geschmeckt, wirklich. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Grillteller bestellt, weil ich finde, das ist nicht, keine Ahnung, ist nicht so meins. Aber das war gut, und das Grillgemüse erst, also unfassbar. Ich habe das Ganze dann abgerundet mit einer Palatschinke mit Banane und Nutella. Ich glaube, das einmal im Jahr esse ich, glaube ich, Nutella. Das war jetzt mein einmal in dem Jahr. Es war hervorragend, und gezahlt habe ich natürlich so wenig. Also das ist ja großartig. Also Kulinarik-Podcast wäre eh auch eine Idee, glaube ich. Also wir sind wie beides Menschen, die extrem gern essen. Die allerdings ein bisschen aufpassen drauf, dass es nicht zu ungesund wird, weil wir eine leichte Tendenz zum Anlegen kommt haben, oder? Kommt drauf an, ja. Ja, das auf alle Fälle. Und wir sind schon so, dass wenn wir dann, also wir haben ja ein paar Mal schon gemeinsam gespeist, wenn wir dann was essen und das Richtige bestellt haben, dann sind wir beide so, wir können uns richtig freuen drüber, oder? Ja, ich freue mich extrem. Und ich habe mal so eine Phase gehabt zwischen 15 bis 17, da habe ich immer falsch bestellt gefühlt. Also jedes Mal bin ich gesessen. Immer, der Bruder hat immer was Besseres gehabt. Ja, heute nehme ich einmal... Never change a winning team, nimmst was Klassisches, was man kennt, dann kannst du sicher sein, dass es beim Gegenüber besser war. Dann hast du mal experimentiert, dann war das eine Katastrophe, dann haben wir einfach Dill waren in den Lachsnudeln, überhaupt nicht. Wie macht man Dill oder Koriander sind sowieso so Dinge, die können verboten. Na, mag ich schon, also da bin ich schon dabei. Na, gar nicht. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Was auf alle Fälle kulinarisch nicht so gut war meine Auswahl an Fußballspielen am Wochenende. Samstag, Blau-Weiß Linz Lustenau.
da haben wir schon bessere Spiele in der Admiral-Bundesliga gehabt. Sonntag, Rogaška gegen Mura, da haben wir schon bessere Spiele in der Prüferliga gehabt. Zumindest beide torreich 0-0. Da kann ich nur froh, voller du hast Frohmut spät sagen. Kommen können. Da war ich pünktlich bei. Ah, ja, okay. Aber ich kann zumindest voller Frohmut sagen, dass ich die Ried U12 bei einem 7-3-Sieg beobachtet habe. Also das ja, hat wieder alles wert gemacht. Und ja, aber starten wir rein und reden. Hast du der Next Marcel Siegel gesehen oder der Next Herwig Drechsel oder der Next Oliver Glasner oder der Next Michael Angerschmidt oder der Next, war nicht, na, die Beitsch war dann dazwischen bei Burghausen. Krühl ist auch erst später hin. Ja, okay, weiß ich nicht mehr. Der Next Thomas Reifelshammer? Ja, vielleicht. Vielleicht. Ein bisschen früh, glaube ich, so in der U12, U13. Also du meinst, Reifel damals Talent war in der U12 noch nicht so aktiv? Das weiß ich nicht. Kann ich nämlich nicht beurteilen, wie die damals agiert haben. War ich noch nicht auf der Welt. Aber wir können reinstarten. Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball. Herzlich willkommen zur 190. Runde von DBLDW. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Das EU-Amt für geistiges Eigentum hat beschlossen, dass die Europa League, die European Super League, ESL, ihren Namen aufgrund der Ähnlichkeit zur Superliga in Dänemark ändern muss. Das erste Mal auch in der Geschichte, dass Wagner in das Intro redet. Deswegen begrüße Sie mit mir. Servus, Peter K. Wagner. Ja, hallo lieber Fabio. Pardon, ich wollte nicht reinreden. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, für das Amt ist nämlich die Bezeichnung konzeptionell identisch und deswegen ist es einfach abgelehnt worden. Gefällt mir. Ja, Nein, da brauchen wir nicht groß drüber reden. Genau, aber ist auf jeden Fall uninteressant. Ja, bin ich bei dir. Ist auf jeden Fall uninteressant. Nicht uninteressant. Schön. Hast du das andere mitbekommen, worüber alle reden derzeit im deutschsprachigen Raum, wenn es um Fußball geht? Was? Rosa-rote Dressen. Deutschland macht einen auf LASK. Ah, okay. Ja. Finde ich nicht schlecht, nachdem jetzt international tätig ist, dass sie es jetzt versuchen im deutschen Nationalteam. Mehr Reichweite. Mhm. Aber ich glaube, es ist BWD ist nicht der Ausrüster, der Offizielle. Ach so. Das wäre mal ein Coup gewesen, ha? Wenn die das DFB-Team als Ausrüster gecheckt hätten, dann steht da so BWT Sports bei der Euro 20, was ist jetzt, 24? Mhm, ja. Heim-Euro. Aber bleiben wir bei der heimischen Liga, ja. Admiral-Bundesliga. Fahrplan. Was für ein Spieltag. Fahrplan. Wir reden zuerst darüber, dass die erste Runde der Quali-Gruppe 2023-2024 so viel Quali-Gruppe war, wie man nur Quali-Gruppe sein kann. Wir reden darüber, dass Rapid und LASK in der aktuellen Form keine Gegner sind für das Top-Duo. Hashtag Krühl und Schul könnten es ändern. Wir reden darüber, dass Sturm und Salzburg im Gleichschritt unterwegs sind und dann habe ich noch ein bisschen Quizzi und ein bisschen Quizzes und dann wird es noch Halbes Auge und Orakel und so weiter. Sehr schön. Gefällt mir. Aber ja, was für ein Bundesliga-Auftakt, oder? Sensationell. Also für alle ehemaligen Twitter-Nutzer ein Traum, ganz viele X. Ja, großartig. Ich meine, reden wir wirklich zuerst über die Quali-Gruppe, auch wenn das Spiel von Rapid gegen LASK davor war. Du warst in Linz diesmal rechtzeitig, hast auch dann... Sogar eine halbe Stunde zuvor. Ah ja, gut, hast kein Tor verpasst. Wie war das Spiel so? Also mitunter eines der langweiligsten Spiele, mit denen ich im Stadion war, muss ich tatsächlich jetzt voll Energie sagen. Es gab Torchancen. Ich habe mir dann tatsächlich die Highlights angeschaut. Hat dann besser gewirkt, als es tatsächlich war. Aber es war sehr, sehr defensiv bedacht. Blau-Weiß Linz hat dann doch wesentlich mehr ins Spiel investiert. Hat aber dann doch vorne vielleicht nicht so den Knipser. Joao Louis übrigens ja mit einer Verletzung, ich glaube sogar Saison aus. Bitter, der hat gut reingefunden. Sehne. Kann sein, ja. Der hat die Aaron Rodgers Verletzung. Ja. Und Ronny Waldo kommt zurück von einer doch kleinen Verletzungspause und da merkt man das vielleicht. Ja, der braucht vielleicht noch ein, zwei Spiele wieder, bis der bei seinem vollsten Maximum ist, ja, was er so abliefern kann. Und bei Blau-Weiß Linz ist so gut gespielt, ordentliche Leistung, waren irgendwie dem Tor näher, auch wenn sie selten zwingend wurden. Lustenau hat aber auch zwei, drei gute Torchancen gehabt. Nur zwischen diesen fünf, sechs Tormöglichkeiten, die es gab,
gab es relativ wenig. Und diesmal sogar mit meinem Bruder vor Ort gewesen. Ach wirklich? Was macht der denn dort? Ja, ich habe ihn mitgenommen. Ich habe einfach gesagt, mein Bruder und mein Neffen. Und mein Neffe ist ja auch ein fußballbegeisterter Junge. Und dann haben wir gesagt, ja, schauen wir uns das an. Das passt ganz gut. Haben wir in die schönste Stadt Europas gezeigt. Wir waren in Wels. Sensationell war es. Also unglaublich. Also auch kulinarisch, auch die Stadt. Wetter hat gepasst, durch den Burggarten ein wenig geschlendert. Wunderschön. Sind schon die Narzissen, die man... Traumhaft Wels. Auf jeden Robert Fall. Und Peter Schul, gefällt das? Ja, Wels ist traumhaft. Aber ist ein anderes Thema. Sind die Solimanis nicht auch Welser? Ich glaube, ja. Emin, Haruna, oder wie heißt der? Harun? Harun ist der Vater von Junior, oder? Harun und Benjamin Harun, Solimani, gefällt das? Ist ja auch Trainer in der Spielgemeinschaft Wels. Ja. Auf jeden Fall sind wir da unterwegs gewesen, haben einen schönen Nachmittag gehabt und ja, mein Neffen hat sich natürlich gefreut, dass er jetzt in einem anderen Fußballstadion einmal ist und wow, natürlich Kinderaugen leuchten bei Fußballstadien. Ja, es war, wie gesagt, fußballerisch nicht unbedingt ein Leckerbissen, merkst halt bei Blau-Weiß Linz fehlen. Vielleicht auch die ein oder anderen Killer vom Tor, wenn Ronny Waldo mal auslässt. Und überraschend, dass Conor Noss nicht gestartet hat für mich. Ja. Hat dann auch, wie er reingekommen ist, eine gute Chance kreiert, hat ein bisschen für Wirbel gesorgt, auch wenn es nur ein paar Minuten waren. Du warst Diaby, nehmen wir im zentralen Mittelfeld, sondern wieder auf der Seite, oder? Ja, die haben so in einem 5-2-3 gespielt und dann ein Flügelspiel immer ein bisschen abkippt, dass es so 5-3-2 gegen den Ball wird. Also, ja, und dort ist er quasi der Flügel oder Achter, je nachdem. Und Marc wieder voll da als Abwehrchef? Captain? Ja, Mintner alles gut verteidigt. Also, wie gesagt, gab wenig Aktionen. Wenn eine Mannschaft, die sehr defensiv orientiert ist, auf eine Mannschaft trifft, die offensiv sehr bemüht ist, aber wenig Lösungen findet und gerade in der Box drin die Offensivmannschaft nicht die begnadetsten Kopfballspieler hat, wobei Ronny Waldo verhältnismäßig für seine Größe sehr viele Duelle gewinnt, gegen eine Mannschaft spielt, die gerade in Luftduellen sehr stark ist, auf einem Platz, der sehr eng ist, dann ist das Resultat und das 0:0 kam nicht unbedingt überraschend. Mein Bruder, deswegen habe ich es nicht angesprochen, hat gesagt zur Halbzeit, also da kann nur ein Tor passieren, wenn ein Riesenfehler passiert und ja, das kann man so unterschreiben. Du, aber weißt du, wie du mal gesehen hast, Chato und Gorzel, wie haben die gefallen? Unauffällig. Na, war in Ordnung. Gar nicht, also fleißig, haben brav verschoben, haben Duelle gewonnen. Es war in der Partie, waren, finde ich, wenig Spieler, die da tatsächlich herausgestochen haben. Aber Bobzien auch nicht? Ja. Es war in Ordnung, aber herausstechen ist für mich dann doch, dass man sich abhebt von den anderen. Und es war sowohl bei Blau-Weiß Linz als auch bei Austria Lustenau alles. So wie das Spiel, was ich lasse es jetzt, ich frage jetzt nicht jeden einzelnen Spieler durch. Ja. Aber ich finde es ja immer interessant, wenn du die dann einmal im Stadion genau unter die Lupe nehmen kannst. Ich habe mich auch gefreut, weil ich mir dachte, Blustenau, ich werde jetzt auch viel sehen. Aber es war. Aber um die sportliche Tristesse kurz zu unterbrechen, hätte ich ein. Oh, ein. Hashtag DBLDW. Quiz. In welchem Stadtteil hast du das Spiel Wels. Blau-Weiß-Linz gegen Austria Lustenau verfolgt? A. Stahlstadt, B. Lustenau, C. Donaustadt. In wo? In welcher Stadt? In welchem Stadtteil? Noch einmal. Ich meine, Stadtteil hast du das Blau-Weiß-Linz, hast du das Spiel Blau-Weiß-Linz gegen Austria Lustenau verfolgt? A. Stahlstadt, B. Lustenau, C. Donaustadt. Weil das B war Lustenau? Ja. Das ist ja in Linz. Ja, aber trotzdem. Nein, nicht Lustenau. Was Stahlstadt? Stahlstadt oder Donaustadt? Donauparkstadion hat es irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ah. Ich habe gewarnt, mal. Stahlstadt? Okay, das ist leider falsch. Du warst tatsächlich in Lustenau, um Blau-Weiß Linz gegen Austria Lustenau anzuschauen. Es ist nämlich so, dass Lustenau ist eine ehemalige Gemeinde, die 1873 in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz eingemeindet wurde und bis 2013 ein eigenes Stadtteil bildete. Großartig, oder? Es besteht nach wie vor die gleichnamige Katastralgemeinde Lustenau in Linz. Ist das nicht lustig? Ist das nicht lustenauig? Ja, es ist. Ich würde jetzt gerne die Lache einspielen. Nein, ganz schön erwischt, gute Info, ja. Gute Info. Ja. Hättest du mir das vorher gesagt, hätte ich mehr Spaß im Spiel gehabt. Kein Quiz gewesen. Stimmt, na, aber war ganz gut. Der Linzer Hafen gehört da zum Beispiel dazu. Das Augebiet Lustenau könnte ebenso wie der Edelsitz Lustenfelden, der spätere Freisitz Posthof, seinen Namen vom großen Hausmäniger Lusfeld bekommen haben, steht da auf Wikipedia noch. Auf jeden Fall ist das ein charmantes Detail, dass Lustenau in Lustenau gespielt hat, obwohl sie ja eigentlich jetzt in Bregenz spielen, aber sie spielen auswärts in Lustenau, verstehst du? Mhm. Es war auch das einzige Mal, dass sie diese Saison noch in Lustenau spielen. Mhm. Du verstehst? Ja. Nein, es ist nicht das. Warum ist es das einzige Mal? Ja, diese Saison spielen sie nicht mehr in Lustenau.
Also so weil sie ihren prägend spielen. Nächste Saison. Naja, das stimmt in der Form nicht. Wenn, sie, wenn, wenn, wenn Leo ja, nicht wenn den Cup gewinnt und Lustin und Blau-Weiß Linz Siebter und Achter werden, dann gäbe es ein Duell vielleicht in Linz-Lustenau. Ach so. Ja, gar gut, hast da wieder recht. Okay, das ist völlig. Oder wenn, es kann auch sein, dass Lustenau Siebter oder Achter wird. Ja, ja, das und dann auf den, das auf ich den Last ja, vielleicht ja, trifft. Ja, ja, stimmt. Ja. Da habe ich dich jetzt erwischt, gell? Das hast du mir aber zurück erwischt. Ja, hallo, hallo. Naja, aber sonst, also ja, ich möchte allgemein zu der zu diesem Quali-Gruppen-Auftakt schon sagen, also Q1, wie ich es gerne nenne, erster Spieltag Quali-Gruppe, Q1 23/24 könnte man auch sagen. So bei der Formel 1 auch immer so. Richtig, genau. Das war schon, also das war so Quali-Gruppe, wie Quali-Gruppe halt geht, oder? Also du hast entweder so einen Kick, das halt so ein maues 0-0 ist, weil nicht niemand richtig Risiko nehmen will, oder du hast so einen Kick, wo halt so ein bisschen so wir probieren, dann geht eine Mannschaft in Führung und dann maximal die letzten Minuten traut man sich richtig wieder Risiko zu nehmen, um den Ausgleich zu ziehen und dann ist halt in den letzten Minuten fällt der Ausgleich. Also, und es waren alles Spiele, wo du echt, hey, come on, wirklich. Also sagen wir mal so, Werbung für die Reform hat die Admiral Bundesliga die letzten... Schon letzte Woche gemacht. Die letzte Woche schon gemacht, richtig. Und diesmal wieder. Extrem. Na, also ich bewundere noch immer den Zusammenschnitt der Highlights, der ganze 3 Minuten 38 im Bundesliga-Lustiger dauert. Also, und wenn du es anschaust, das ist in Ordnung, das geht. Aber na, Spaß beiseite, es war natürlich, ich habe in der 80. Minute oder 75. Minute einmal wieder aufs Handy geschaut, wie es steht bei den anderen Begegnungen, weil ich habe jetzt nicht so die Angst gehabt, dass ich was verpasse. Ja, dann sage ich so, auch nicht schlecht, 4 Spiele, 2 Tore gesamt, weil am Vortag ist ja auch schon 0-0 ausgegangen bei Rapid gegen Glasg. Kommen wir vielleicht auch noch kurz drauf zu sprechen später. Ja, es geht dann zweimal unentschieden aus. Es bleibt alles beim Alten. Jeder bekommt einen Punkt dazu. Irgendwo ist jeder glücklich und keiner richtig unzufrieden. Du merkst halt einfach die Angst, die da irgendwo schon den Vereinen ins Gesicht geschrieben ist. Du merkst, was diese Qualifikationsgruppe mit den Vereinen auch macht. Ja, also es birgt ganz klar das Defensivdenken, das Aufpassen, dass man ja kein Tor kriegt, anstatt dass man 3-2 gewinnt. Und ja, es ist halt alles sehr, sehr vorsichtig. Es ist so ein bisschen, weiß nicht, der erste Arbeitstag im Museum als Security, da ist man auch ganz vorsichtig, staubt vielleicht nochmal eine Vitrine ab, aber ja nicht zu fest mit den Putzfetzen drüber, weil es könnte ja die teure Vase kaputt gehen. So ein bisschen wirkt es in der Qualifikationsgruppe 1. Wie du sie so schön nennst. Na, es war dann schon schade. Und wer ist die teuerste Vase der Qualifikationsgruppe 23/24? Die sportlich beste Mannschaft ist wahrscheinlich die Austria, aber das ist sicher nicht die teuerste Vase, wenn ich mir die wirtschaftliche Situation anschaue. Spieler könnte man vielleicht Tiano Ballo sagen? Ich hätte sofort gesagt, ich würde den Tiano Ballo nehmen. Ja? Ja. Hat auch das 1-1 erzielt für den WRC bei einer grottigen Leistung. Ja, und dieser Elfmeter ist ja auch schon irgendwo, das wäre so die Überschrift dieses Q1, das gefällt mir sehr gut, Q1, weil der war natürlich ganz schlecht geschossen, der war dann gehalten, aber nicht gut genug gehalten und dann im Nachschuss noch einmal durch die Beine, also ja, war alles drin in dieser Partie. Ja, sehr schade auf jeden Fall. Und auch die Altacher mit einem Last-Minute-Tor, Guganik, erbt einen Ball am Fünfer und verwertet das dann. Ja, war, wie gesagt, nicht berauschend. Und hinzu kommt natürlich auch, dass diese Qualifikationsgruppe nicht so auf junge Spieler setzt, als vielleicht, wenn die Tabelle noch nicht geteilt wäre, aber das ist ein anderes Thema. Auch für Trainer ist das Leben, glaube ich, nicht so lustig. Wobei beim WRC ja eh eigentlich einige Junge dabei. Ja, aber da spielen immer Junge. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Aber Karamoko auch von Anfang an, wenn nur genau. Halbzeit. Aber ja, stimmt schon natürlich. Weißt du, was mir aber gefällt? Aber Ratschnitt, Müller würden vielleicht mehr Spielzeit jetzt auch kriegen, stimmt, wenn man oben dabei ist. Aber sei dahingestellt, es war kein guter Spieltag. Es im Gesamten zusammengefasst gibt es eben diese Qualifikationsgruppe, wo alle sehr viel Angst haben. Und es gibt die Meistergruppe, wo zwei Teams souverän agieren, die gewinnen dann auch souverän und die anderen, ja, eben tun sich schwer zum Tore schießen. Ja. Weil wir nur gerade beim WSG-WAC-Spiel waren, Thomas Sieberberger bekanntermaßen ja macht den Christian Streich oder Christian Streich macht den Thomas Sieberberger oder Thomas Sieberberger hört auf jeden Fall auf. Und da ist jetzt auch ja gefragt worden, auch auf Sky, was der Nachfolger mitbringen soll und wie auch immer, Liga kennen, hat er gemeint und so weiter. Und da sind die ersten Namen aufgetaucht. Okay.
Der Grumser Tommy, wie immer. Thomas Grumser ist ja immer im Gespräch, wenn irgendwo ein Trainer gesucht wird in Österreich. Und er sagt dann immer, ein Scheiter sagt dann schon immer, hey, danke, aber nein. Und vielleicht sagt er diesmal mal ja. Das ist ja schon, ich glaube, das ist schon sehr heimatverbunden noch. Ja, ja, das also wäre dann in diesem ein Fall Punkt sein, passend. Passen würde, ja. Zoran Barisic soll im Gespräch sein, allerdings auch bei der Vienna. Und Markus Mader ebenfalls. Klingt alles sehr schlüssig. Ja. Interessant aber nur bei der WSG, ja, ich frage mich ja, finalisieren die jetzt ihren Trainer oder ist es nicht tatsächlich so, dass man halt schon warten muss, ob sie absteigen? Weil wenn die absteigen, dann weiß man, dann ist Tiroler Liga. Entschuldigung, ich bin wieder vorsichtig, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es beim Abstieg in Richtung Tiroler Liga geht, ist relativ hoch, sagen wir so. Stimme ich zweimal nicht zu. Der erste Punkt ist... Glaubst du, dass sie weitermachen und wieder versuchen, raufzukommen in der zweiten Liga? Das weiß ich nicht, aber sollten sie aus der Bundesliga ausscheiden, würden sie auf alle Fälle in der Regionalliga West, glaube ich, spielen und nicht in der Tiroler Liga. Ja, okay. Glaube ich schon. Muss man sich anschauen von den Verbandsstatuten, aber im Normalfall wäre das der logische Weg, glaube ich. Das Zweite ist, schau mal, was passiert. Köck hat bei der Pressekonferenz, bei der Rücktrittspressekonferenz gesagt, dass es natürlich ein Thema ist und er wird sich mit Leuten treffen und Gespräche führen und der Wunsch ist ein Österreicher. Das heißt aber nicht, dass einer sein muss, aber das ist der Wunsch, nachdem er primär sucht. Und das Zweite, es sollte schon einer sein, der es Liga unabhängig macht. Und ich glaube, wenn man so spricht, dann kann man jetzt nicht sagen, wir holen einen Trainer, der sowohl in der dritten als auch in der Bundesliga trainieren würde, sondern da kann man nur sagen, ein Trainer, der in der ersten oder zweiten Liga trainieren würde, weil ich glaube, wenn Zoran Barisic als Beispiel, weil du den gerade reingeworfen hast, würde jetzt nicht unbedingt in die Regionalliga West gehen, um die WSG Tirol zu trainieren. Kann ich mir nicht ganz vorstellen. Beim Thomas Grumser wäre es vielleicht anders, weil der halt auch von der Region ist. Aber ja, der wird sicher einer der Kandidaten sein und man kann gespannt sein, wer das wird. Aber der ist doch in der Tirol AK, oder? Aktuell, ja. Genau. Aber sehr hoch dekoriert von seinem Ruf her. Übrigens, weißt du noch, wer da, irgendwo habe ich das auch schon gehört, aber ist ganz lustig, wer die beiden Trainer waren, die vor Thomas Sieberberger Trainer in Wattens waren, muss man sagen. Tatsächlich war es damals nicht die WSG Tirol, sondern in Wattens. Und zwar zwischen 2012 und 2013 war Trainer Robert Watzinger, richtig? Genau, und Watzinger zwischen 2008 und 2012 war Trainer Roland Kirchler. Ja, völlig richtig. Wusste ich. Roland Kirchler steht leider nicht zur Verfügung. Steht ja in, hört man auch in der Bonusrunde, die du mit Thomas Silberberger aufgenommen hast. Ah ja, siehst, das weiß ich sogar gar nicht mehr. gut, so viel zum Thema Quali-Gruppe. Danke für beim Auftakt. Wir hoffen auf Q2. Du hast ja schon fast alle Trainer genannt, die wirklich in die Verlosung kommen können. Also jetzt Andi Herzog und Didi Kübauer wären, glaube ich, nicht unbedingt WSG Tirol-Trainer. Didi Kübauer auch im Gespräch bei der Vienna? Ja, das macht für mich dann auch schon eher Sinn. Da ist ja auch, die Vienna wird auf kurz oder lang auch den Weg in die Bundesliga schaffen. Ferdinand Feldhofer ist komplett weg vom Fenster, oder, wenn du denkst? Ja. Aber wirklich, meine ich jetzt ernst? Naja, der ist halt jetzt, wie lange ist der bei Kampfverein? 1,5 Jahre vielleicht? Ja, ist viel geschwierig. Ist jetzt nicht die lange Zeit, der wird auch wieder was finden. Aber natürlich wird die Frage, man wird mal den Markt herantasten, schauen, welche Vereine sind die Möglichkeiten und dann sagt man nicht vielleicht dem ersten, zweiten Liga-Verein zu. Ja. Aber es gibt nicht so viele aber Trainer. Aber Zellhofer ist jetzt natürlich auch ohne Verein ein großes Trainertalent, bei der Vienna sehr lang gute Arbeit gemacht. Ingolic ist dasselbe. Auch Dominik Dahlhammer, der zuletzt in Brügge gearbeitet hat, wo jetzt Miron Muslic übernommen hat, oder schon länger, aber der sehr erfolgreich arbeitet. Rolf Landerl. Carsten Janka ist ohne Verein nach seiner Station. Der hat auch schon viel Erfahrung. Auch Jochen Fallmann, der bei Amstetten doch, ich glaube, das kann man jetzt auch wieder ein bisschen besser einordnen. Auch hochdekoriert, war auch damals im Stöger Trainerstab bei der Austria. War da schon gut. Und da gibt es natürlich noch einige Trainer, die auch in der zweiten Liga gute Arbeit leisten. Schauen wir mal, was in St. Pölten passiert, keine Ahnung. Und wenn der Wolfsburg aussteigt, wird auch spannend. Dino Vara gefällt das nicht, haben wir mitbekommen. Ist logisch. Schwierige Situation, kommt da ein neuer Investor, kann man das selber irgendwie stemmen? Also da gibt es, glaube ich, einige Fragezeichen. Und dann gibt es natürlich viele aufstrebende Trainer in verschiedensten Bundesländern, Zweitliga-Vereinen, die sicher auch Thema sind, wenn die WSG Tirol in der Bundesliga agiert. Ja, ja, auf jeden Fall. Bundesliga, es gab auch natürlich Spiele in der Meistergruppe, der Auftakt zu M1, wie ich es gerne sage. Erste Runde Meistergruppe 2023-2024 war... M1 und Q1 feiern im P1, oder wie ist das? Richtig, ja. P1. Das ist ja das Münchner. Ja. Szene-Lokal, solltest du kennen. Ob die dann nach München gehen, erkenne ich eh, aber...
200 Quadratmeter Wohnung im Penthouse mitten im Herz von Graz, aber noch nie im P1 gewesen. Ja, genau, das glaubt ja niemand. P1 ist mir nicht exklusiv genug. Ich chatte nach Dubai für einen Abend. Das ist mein Leben. So, Rapid und Lask ist das Ziel. Genau, Rapid und Lask haben auf jeden Fall begonnen. Auch ein atemberaubend, großartig spannendes und fulminantes Fußballspiel mit dem sensationellen Ergebnis 0-0. Richtig. Man muss sagen, wenn sie so auftreten, die beiden Mannschaften, die beiden Teams, die am ehesten Salzburg und Sturm gefährden können, von der Papierform und von den gezeigten Leistungen im Laufe der Saison, dann wird es sehr schwierig. Marco Krühl ist natürlich das große Thema bei Rapid, neben Guido Burgstaller, aber auch Marco Krühl war der überragende Mann in den letzten Runden. Ich brauche nichts vormachen, die zwei besten Torschützen der jeweiligen Mannschaften haben gefehlt. Genau, und Robert Schul fehlt weiterhin beim LASK. Übrigens, ich habe mal rausgesucht, weil überall, ja, du hast ja auch schon LASK ohne Schul, und ich habe jetzt mal rausgesucht, Rapid ohne Krühl dreimal angetreten in dieser Bundesliga-Saison. Wie viele Punkte geholt? Einen. Zwei. Ein 0-1 gegen Hartberg Spieltag 3, ein 1-1 in Klagenfurt am Spieltag 22 und ein 0-0 gegen den LASK am Spieltag M1. Krühl kehrt ja zurück, bekanntlichermaßen, nach der Länderspielpause im Auswärtsspiel gegen Hartberg und Robert Schul. Ob der zurückkehrt, ist die große Frage. Die Nachrichten, wie wir Oberösterreicher sagen, haben ihn gefragt, ob er nach der Länderspielpause wieder fit ist. Und er erklärte, planen ist schwer, weil das Knie sehr angeschwollen war, das Band ist gedehnt. Ihr sind auf der Tribüne gesessen in Wien. Jetzt heißt es einfach von Tag zu Tag schauen, dass die Schwellung weggeht und dass ich langsam wieder zu trainieren anfange. Zusätzlich ist das eine Frage des Vertrauens in das angeschlagene Knie, die der Routinier beantworten muss und noch nicht kann. Man kann nicht immer jede Frage beantworten. Genau. Übrigens, Jansson, erstmals Ausrufezeichen. Du hast das letztes Mal schon angesprochen, also geholt worden ist, weil er sehr gut im Dribbling ist, im 1 gegen 1. Der hat durchaus gute Grunddynamik. Wusste zu überzeugen, durchaus, so wollte ich sagen. Hat er Tempo-Dribbling, aber es schaut halt noch zu wenig raus. Ich habe, muss ich sagen, die Partie nur in Auszügen gesehen, war zuvor in Graz beim GRK gegen Lafnitz. Und das war mit der Ansetzung der Spiele jetzt nicht perfekt vereinbar alles. Auffallend ist mir wieder Leopold Querfeld. Also der macht schon Partie für Partie einen super Eindruck. Da hat man einen, auch Kapitän gewesen, hat man einen Spieler, der, ich meine, der ist ja wirklich noch ein junger Spieler, der ist keine 20 Jahre alt, glaube ich, oder ist jetzt 20 geworden. Also tolles Profil. Junger Spieler, Österreich aus der eigenen Jugend herangeführt, wirkt auch im Kopf sehr klar. Mir gefallen auch seine Interviews immer, wo er sagt, naja, das Ziel ist es für mich nicht, dass wir jetzt in der Meistergruppe sind, ich bin zufrieden, sondern aber dem kauft man es auch ab, dass es keine Alibi-Sprüche sind, dass der einfach nach mehr strebt. Und ich finde, der tut dem Verein richtig gut und ich hoffe auch, weil es einfach auch für die Liga toll wäre, wenn er noch ein Jahr bleibt. Aber wenn der so weiterspielt, wird er auf kurz oder lang auf alle Fälle in eine große Liga kommen. Und das ist natürlich... Was ist mit der Frage Tempo, die ihm immer vorgehalten wurde für den großen Schritt? Naja, ich glaub, dass es... Das war ein Thema, was sehr oft aufgekommen ist, dass er bei den Rapid Amateuren gespielt hat. Er hat gesagt, der Leopold Querfeld, der bringt alles mit, Tempo könnte ein Thema sein. Ich finde jetzt aber, man merkt es in den Spielen jetzt nicht so extrem. Ich finde, dass er ein super Stellungsspiel auch hat. Und dass immer darauf ankommt, wie die Mannschaft spielt. Also wenn ich extrem hoch anlaufe, mit der Kette extrem hoch stehe und dann habe ich halt Gegenspieler wie ein Fernando, dann wird das aber für viele Verteidiger schwieriger. Ich finde, er macht es jetzt gut. Ich finde, man merkt da nicht so die Problematik. Ich finde, er ist in seinen Duellen extrem griffig und ich muss ja auch nicht immer der schnellste Spieler sein. Wenn ich clever bin, wenn ich vorne mit der Schulter reinkomme in die Duelle, dann kann ich mir auch anderes Vorteile schaffen. Der Antritt setzt sich ja nicht nur aus dem vor, wo ich quasi beginne zu laufen, sondern auch wie schnell schalte ich vom Kopf runter auf die Beine, dass ich in Bewegung komme. Also gehören viele Dinge dazu und der macht das aktuell die gut. Die Übersetzung quasi, um im Motorsport zu bleiben. Ja, so ist es. Die Kolben laufen, sagt man sicher nicht. Ich kenne nur aus dem Motorsport. Aber die Kolben laufen sicher. Und das ist wahrscheinlich richtig falsch. Da muss man leider alle im Motorsportfans da draußen. Fernando Alonso ist der Größte. Und ja, ich habe im Endeffekt... Heinz Brüller gefällt das nicht. Ja, aber der macht da trotzdem einen super Eindruck die Saison und ich finde, da merkt man aktuell keine Probleme mit dem Tempo. Da heißt es ja, dass Leopold Querfeld auf dem Zettel von Neo Crystal Palace Trainer Oliver Glasner stehen soll, wie auch sein Teamkollege Matthias Seidel.
Aber keine Ahnung, es sind da Gerüchte, dass ich irgendwo gelesen habe. Ich weiß nicht, was da dran ist. Ich habe sie nicht persönlich darauf angesprochen. So, genau, so viel dazu. Aber es ist schon beeindruckend, auch wenn du es angesprochen hast, wirklich der LASK schon wieder ohne Tor. Also das ist ja schon beeindruckend, aber dass man es nicht schafft. Ich meine, wir reden zum Beispiel jetzt über im Winter, haben wir gesagt, Ballon Berisha, was für ein Transfer. Also viel hat er nicht gezeigt. Und das ist schon eine Frage, die man da mal in den Raum stellen muss. Warum holt man einen so dekorierten Spieler, der in der Vergangenheit viel gezeigt hat? Es ist so ein bisschen, passt nicht so in die Idee, wo man immer nur junge Spieler holt, die man formen möchte. Berisha hat davor nicht gespielt, liefert jetzt nicht unbedingt ab, wird nicht angesprochen, ist ein Thema, der weiter Zeit bekommt, die er sich auch braucht, aber in der aktuellen Situation dem LASK nicht hilft. Ich meine, sie haben schon den einen oder anderen Routinier schon auch, den sie dazu holen, oder? So wie Lubitsch war dann eher Routinierzieher als sowieso. Ja, man macht es hin und wieder, aber grundsätzlich, ja, aber weißt du, was du meinst? Eher ist ja nicht so, dass es da, deswegen noch mehr ist ja nicht einmal der Bedarf da, die Idee ist, man holt Spieler. Und Berisha wird sicher nicht im unteren Gehaltsgefüge sein, weiß ich jetzt nicht, aber. Aber Berisha ist ja der offensichtliche Transfer gewesen, also Michael passt nicht, ja, genau. Das ist nicht die Art und Weise, so wertschätzend, das sagt jeder, das auch immer ausgedrückt hat, das passt halt nicht dazu. Das wird aber das ist natürlich jetzt die Frage, je länger das nicht läuft, desto mehr werden natürlich wieder die Rufe laut werden, dass Peter Michael zurückkehren soll, auch wenn nur für die Meistergruppe oder wie auch immer. Aber ich stelle jetzt einmal die These auf, jetzt ist Länderspielpause. Dann kommt am 31.03. Nach Linz in die Raiffeisen Arena Austria Klagenfurt. Und ich stelle mir die These auf, wenn sie das Spiel verlieren, dann wird es für Thomas Sageda ganz eng. Weil die Meistergruppe ist ja eine dauerhaft Drucksituation und du hast ja dann, da geht es ja dann wieder Schlag auf Schlag, jede Woche, da geht es dahin. Und dann wird es ganz, ganz, ganz schwierig für ihn, da irgendwie weiterzukommen. Man weiß, wie schnell man in einer Meister- oder Quali-Gruppe in eine Negativspirale kommen kann. Sie haben natürlich die Qualität, um auch wieder in eine positive Spirale reinzukommen, aber schaut nicht sehr gut aus. Nicht sehr gut aus. Und ist auch überraschend, weil... Aber ja gut, wir werden sehen, vielleicht sind diese zwei Wochen noch genug, Robert Schul ist wieder da, sie schlagen aus der Klagenfurt und sie kriegen wieder Aufwind und alles ist wieder gut. Man weiß es nicht. Die Ergebnisse der LASK noch immer ohne Sieg in einem Pflichtspiel im Jahr 2024. Ja, letzter Sieg im Dezember. Man hat auch die Ergebnisse sind irgendwie, also da fallen in den letzten 5 Spielen sind mir am LASK 2 Tore gefallen. Einmal hat Salzburg getroffen und einmal der WRC. Ja, man hat seit 5 Spielen auch kein Tor geschossen. Also auch das gehört erwähnt und das ist unterm Strich dann für die Ansprüche, die man stellt, für das, was man investiert hat, für die Spieler auch, die man geholt hat und die man hat, dann unterm Strich schon zu wenig. Da kann man defensiv noch so stabil stehen. Auch Tobias Laval geschuldet, dass der einfach eine sehr, sehr gute Saison spielt, ist das unterm Strich dann für Mannschaft wie LASK zu wenig. Und ich sehe das ganz gleich wie du. Jetzt gar nicht, ich möchte gar nicht auf den Trainer rausführen, aber man wird nervös, wenn irgendwann. Also naja, vor allem, man muss sich ja nur vor Augen führen, was war vor einem Jahr. Also vor einem Jahr Meistergruppe unter Didi Kübauer, das war dauernd mal in Ordnung, die waren ganz knapp davor, ins Cupfinale einzuziehen. Und dann hat man einen mutigen Schritt gemacht, den ich total nachvollziehbar haben können. Ich habe mit Robert Schul genau darüber gesprochen, auch in der Winterpause, dass er das auch so sehr, Didi Kübauer geschätzt hat, hat es auch nachvollzogen, zu vollziehen können, dass man eine andere Spielidee haben möchte, gerade in Richtung Europacup, alles sinnvoll und nachvollziehbar. Und dann geht man diesen Schritt, der nicht für alle nachvollziehbar war, am wenigsten sicher für Didi Kübauer, der jetzt wahrscheinlich auch zu Hause sitzt und sagt, na egal. Aber jedenfalls, man macht diesen Schritt und dann muss man natürlich entsprechend abliefern und dann ist natürlich mehr, was erwartet wird. Und da werden sie den Ansprüchen aktuell nicht gerecht und dann wird es natürlich irgendwann schwierig. Und das ist klar, dass sie sich das alles anders vorgestellt haben, dass Thomas Sageda sich das auch anders vorgestellt hat und dass das niemand absichtlich macht, aber es ist auf jeden Fall nicht so, wie es sein sollte. Und das Spannende ist ja, wenn man oft unentschieden spielt, dann sind ja diese Spiele... danach oft sehr relevant, weil jetzt hat man 2-mal verloren und 4-mal X. Da sagt man ja, läuft halt überhaupt nicht kein Sieg, dann kommen die ganzen Themen auf. Wenn man diese 2 Spieler gewinnt, und das war glaube ich gegen Salzburg und gegen WRC, also zumindest gegen den WRC, wo man sagen kann, das sollte schon in der Kragenweite sein,
Vielleicht hat man 6 Punkte mehr, sagt man, wir haben noch keine Partie verloren in der Liga. Dann ist es ein ganz anderes Gefühl im ganzen Umfeld und man hat es halt nicht geschafft, einfach Tore zu erzielen. So, und jetzt muss ich nur 2 Minuten kurz Hobby-Kurvenforscher spielen, weil ich ja als das bezeichnet wurde vom Kollegen Philipp aus den USA unlängst. Und also Podcast-Kollege tatsächlich. Ich möchte nur kurz mich zurückerinnern an das Jahr 2005. Wir erinnern uns alle, nein, ich erinnere mich. Ich habe im Jahr 2005 das erste Mal das Vergnügen gehabt, in Hütteldorf ein Fußballspiel anzuschauen. Das war der Saisonauftakt 2005, 2006. Kannst du gerne was einschenken, das dauert ein bisschen länger. Okay. Übrigens, können wir aber auch sagen. Und jetzt Werbung, damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen der muss. Der Wunschpartner von Peter Makaba ist ein super Eistee. Schmeckt gar nicht wie ein Eistee. Es heißt Eistee, es ist aber irgendwie keiner. Delighted Eistee steht drauf. Entzückend lecker. Mit Zitrone. Ich sage nur, trinkst das. Das schmeckt mir sehr gut. Werbung Ende. So, da Fabio könnte sich jetzt einen Makaba und ich kann währenddessen erzählen. Also in der Saison 2005, 2006, Auftakt, erster Spieltag, war ich erstmals im Hanabi-Stadion zu Gast. Also noch das alte Stadion, nicht das heutige Allianz-Stadion. Und mich hat damals mein Cousin eingeladen, also mein älterer Cousin, der selber auch relativ hoch Fußball gespielt hat, dritte Liga. Und das ist auch jener Mann, der mir einst Fever-Pitch von Nick Hornby geschenkt hat. Du kennst das wahrscheinlich, die Fußballkultur-Bibel. Und mein Cousin hat mir sehr, sehr viel über Fußballkultur beigebracht und viel erzählt. Und ich kann mich erinnern, dass er mich mit den Worten eingeladen hat, dass er gesagt hat, diese Atmosphäre da in Wien, das ist was ganz Besonderes bei Rapid. Das sind Menschen, die haben Tränen in den Augen, weil sie sich so freuen, dass sie Rapid sehen. Also ich habe mitbekommen, was das bedeutet für Menschen, Fan von Rapid zu sein. Nicht negativ gemeint, sondern positiv gemeint. Nein, nicht so wie Sigmund Gruber, der hat nur Trainer in den Augen. Also, ja, stimmt. Ah, das ist auch gut. Jedenfalls, das ist etwas ganz Besonderes, so diese besondere Atmosphäre, ein besonderer Verein. Man sagt das ja auch, das ist mehr als ein Fußballclub und wie auch immer. Das ist bei Rapid der Fall. Das ist Kult, Kulturgut. Die haben sehr viel Strahlkraft und das war dort absolut zu merken. Die waren damals auch viel, viel weiter entfernt noch als von Sturm zum Beispiel heute mit der ganzen Fankultur. Die haben 2 Breitseiten gehabt. Auf der einen Breite, auf der West, waren die Alteingesessenen, die seit den 80ern irgendwie kurvenähnlich agieren. Auf der anderen Seite waren die Jüngeren und es war phänomenal und für mich auch wirklich beeindruckend und toll. Ich war danach in diesem Rapid-Fandorf und habe dort noch ein Bier getrunken und das war wirklich super und toll. Und man darf ja nicht vergessen, Rapid-Viertelstunde nach Old Firm, das mit dem Wiener Derby, das zweitälteste und traditionsreichste Derby im europäischen Kontinent. Also Rapid ist wirklich was ganz Besonderes und toll und gehört auch zu Österreich dazu, wie Wiener Walzer oder Stephansdom. Also das muss man wirklich bewahren und das ist großartig. Und gerade Kurven unseres Landes, wie auch die Rapid-Kurve, sind natürlich besonders gefragt, um solche Dinge zu erhalten und sowas weiterzuführen. Und deswegen ist es auch wichtig und richtig, dass sie eine besondere Rolle einnehmen in Vereinen. Und jetzt kommt das Aber. Das, was die jetzt am Freitag aufgrund dieser ganzen Vorfälle der letzten Tage und Wochen und diesen ganzen Dingen wieder getan haben, dafür habe ich halt wirklich ganz wenig Verständnis. Das war so kleinkindhaftes, reaktionäres Verhalten, das Bewahren von Traditionismus, alles wirklich schön und gut, aber wir stören jetzt da keine Spruchbänder, die auch vielleicht Fäkalsprache gegenüber der Bundeswehr, das ist alles in Ordnung, das kann man alles machen, man kann ein bisschen Witz, aber das war dann wieder einfach so einfältigst, Rannig beschimpfen, dann wieder diese Chöre mit Diskriminierung von legitimierten Liebesverhalten, seit Jahrzehnten legitimierten Liebesverhalten. Also es ist halt echt 2024 und da müssen wir schon langsam irgendwann echt draufkommen, auch als Fankurven dieses Landes. Und ich möchte an dieser Stelle, und ich werde es in die Shownotes hauen, noch auf den Kommentar von meinem sehr geschätzten Kollegen Horst Hötsch auf kicker.at verweisen mit dem Titel Die letzten ihrer Art war es, glaube ich. Da verweise ich noch drauf, den kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, die letzten ihrer Art tatsächlich. Das soll man sich durchlesen. Und damit habe ich meine 2 Minuten aufgebraucht und du darfst wieder reden. Na, passt schon. Ich muss nicht immer reden. Achso, musst du nicht immer reden. Gut, dann gehen wir weiter. Wir gehen weiter zu Sturm und Salzburg im Gleichschritt. Ja, so ist es. Ja, da haben wir mal die 2 Vereine allen anderen in der Liga gezeigt, wie das so geht beim Tore schießen. Also 4:0, denkt man sich, wow, ich gefühlte ja nach 25 Minuten war die Partie. Ja, 3 Tore in den ersten 23 Minuten gelang es Sturm, zuletzt im April 98 haben wir rausgesucht. Boah. Damals ist Sturm Meister geworden übrigens in dieser Saison. Und Salzburg hat dann einfach
wenig dem Zufall überlassen und ist dann auch relativ schnell in Fahrt gekommen, beziehungsweise mit der roten Karte hat er das in die Karten gespielt. Aber das finde ich eh ganz gut, weil du hast, also die sind im Gleichschritt und auch diese Spiele waren sehr, haben schon sehr viel Ähnlichkeit gehabt, weil im Grunde genommen Sturm macht das, macht sehr, Frankfurt kommt okay rein, bekommt aber mit der ersten Chance in das Gegentor, das ist halt die Qualität, macht dann nicht das 1:1. Ich habe leider den Namen des deutschen Spielers, der statt Irving aufgeboten wurde. Ich habe es beim Grillteller geschaut. Jedenfalls, da war ein kapitaler Eigenfehler von Alexander Prass, der ihm quasi den Ball serviert und der steht dann im Prinzip allein vor Jarosch, der Kollege Besuschkow natürlich, Max Besuschkow, und trifft nicht. Bakult hat gesagt, gefühlt bekommst du dann aus drei Chancen drei Tore. Gleichzeitig in Salzburg war es so, dass Villacher, Startformation. Zum zweiten Mal in Folge. War der Leidtragende, der rote Karte. Am Anfang schnell eine gute Chance hatte. Dann ist dieser Abschluss von Fernando, wo er Jürgen Heil trifft. Und wo man sagen muss, dass wir in den letzten Wochen wirklich Situationen gehabt haben, die sehr ähnlich waren, wo es durchaus eine rote Karte gegeben hat. Diesmal gab es nichts. Also ich sage sogar eher, ich verstehe es in diesem Fall, aber es ist sehr eng. Ja? Es ist wirklich, muss man sich überlegen. Und dann ist halt Boa zu langsam für Fernando oder vielleicht überrascht von Fernando. Da sieht man halt das Tempo auch unnötigerweise, weil Kompos wäre wahrscheinlich noch reinkommen. Der österreichischen Bundesliga ist zu langsam für Fernando, das muss man auch sagen. Aber es wäre Kompos vielleicht auch noch da gewesen. Es wäre nicht unbedingt notwendig gewesen, weil es auch kein Niederstrecken oder da, es war eine Rangelei mehr. Also es war jetzt auch eher unglücklich. Ja, aber es war rote Karte. Aber es ist halt leider rote Karte, genauso ist es. Und dementsprechend, man sieht halt, dass diese Spitzenmannschaft wie Sturm und Salzburg brauchen halt nur diesen einen Hint quasi oder diese eine Kleinigkeit im Spielverlauf, dass sie ein, zwei Tore machen oder dass sie diese entscheidende Situation mit einer roten Karte ziehen. Und dann rennt das und dann tust du dir halt ganz, ganz schwer, da noch zurückzukommen. Und das hat man gesehen. Ja. Markus Schopp, wir spielen trotzdem wir werden trotzdem eine hervorragende Meistergruppe spielen. Das hat mir gefallen, dieses Selbstbewusstsein. Ja, Hartberg und Salzburg ist ja tatsächlich immer so ein Duell, wo den Hartberger auf die Grenzen aufgezeigt werden. Also man hat gewisse Spiele gehabt, ich erinnere ans Cup-Spiel, wo man ja sehr lange mitgehalten hat und das ist dann im Elfmeterschießen, glaube ich, entschieden worden. Ja. Also es funktioniert schon noch, aber sehr oft ist es auch, dass Salzburg dann über Hartberg drüber fährt. Also man hat sehr oft diese hohen Ergebnisse. Ist auch dem geschuldet, weil man natürlich dann drauf bleibt bei der Art und Weise, wie man spielen möchte. Ist ja auch lobenswert. Ja, ich glaube, genau deswegen ist Hartberg auch in der Entwicklung da, wo sie sind, nämlich sehr weit, finde ich. Und dann gibt es hin und wieder eben so Spiele, und das ist dann oft gegen Salzburg, wo man ein bisschen Lehrgeld zahlt, weil, dass man verliert gegen Salzburg, ja, ist glaube ich jetzt nicht so das Novum war, dass man dann eben öfters einmal eine Packung mitbekommt, ja. Ja. Weil dann halt auch von der Bank wieder mehr Qualität dazukommt und es ist halt schwieriger. Es geht dann halt natürlich schnell. Ja. Wir haben auch einige Rückmeldungen bekommen auf ein Video, was wir geteilt haben, beziehungsweise aufgrund des Statements, wo ich gesagt habe, Tabellenteilung, Punktehalbierung, finde ich jetzt nicht so klasse. Viele aber Schaub ist TikTok-Star, falls man das noch nicht weiß. Also er ist dank dir durchaus viral gegangen, weil er sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Ja. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass dann viele Leute geschrieben haben, ja, aber dann wird Salzburg ja sowieso jedes Jahr Meister. Also erstens, wir haben diese Tabellenteilung seit Jahren und Salzburg wird sowieso Meister. Ja. Das Erste. Und das Zweite ist, wenn Salzburg zum Erwischen ist, man kann es nur immer wieder betonen, dann ist es schon eher im Herbst als im Frühjahr. Und wir hätten es gab keine einzige Meistergruppe, wo Salzburg, bis zum Zeitpunkt, wo sie dann auch Meister waren, also oft waren sie Meister und haben die letzten 19 Spiele vielleicht nicht mehr gewonnen, aber es gab keine Meistergruppe, wo Salzburg nicht die Mannschaft mit den meisten Punkten war. Plus, es gab allerdings ein Jahr, wo sie in der Qualifikationsgruppe, waren, nein, das waren sie nicht, wo sie im Grunddurchgang nicht Erster waren. Und das war, als der LASK damals eine tolle Saison hatte, die haben dann Punkte abgezogen bekommen, weil sie gegen die Corona-Maßnahmen... Da waren sie nach G22, wie ich sage, Grunddurchgang 22, waren sie nicht Erster. Ja, genau. Ja. Und dann sage ich, ja, wer wird jetzt bestraft? Also in dem Fall hätte man tatsächlich ja den LASK bestraft, weil die mehr Punkte hatten. Und ich sage trotzdem, die künstliche Spannung, es rückt zusammen, alles schön und gut. Unterm Strich glaube ich trotzdem, dass du damit Salzburg eher hilfst als bestrafst, weil die sind halt richtig gut im Frühjahr, machen dort richtig viele Punkte, verlieren kaum Spiele und sind gerade im Frühjahr das Nonplusultra der Liga. Und wenn man Salzburg erwischen möchte, dann muss man es im Herbst schaffen. Und ja, ich bin gespannt.
Aber das ist mein Take zu dem. Ja. Micah Biereff hat aufgezeigt am Wochenende auch wieder mit 2 Toren, hält jetzt bei 8 Treffern in 11 Bundesligaspielen für Sturm Graz, der Leihspieler von Arsenal. Stimmt das jetzt wirklich? Nein, das stimmt nicht. Pardon. Acht Tore in insgesamt 11 Spielen. Sowas, genau. Nein, also, auch nicht. Peter, was sind das für News? Er hat 6 Spiele für Sturm in der Bundesliga getätigt und hat 4 Tore erzielt. Na doch, ja, passt schon. 8 Tore in Esch insgesamt spielen. Insgesamt mit Europa League, Cup, das kann sein natürlich. Ja. Conference League war es, genau. Und in der Bundesliga hat er 4 Tore in 6 Spielen. Genau, weil er hat gleich viel Tore gekommen wie Marin Ljubicic, der allerdings 22 Spiele hatte. Ja, so, das ist natürlich richtig, in der Liga. Ja. Der ist auf jeden Fall ordentlich in Form. Also der war ja auch ordentlich in Form, wie er in Schottland im Herbst gespielt hat. Und das war auf jeden Fall eine nachvollziehbare Verpflichtung, weil wir da auch eine Frage dazu bekommen haben, ob der irgendwie, ich greife da kurz vor, ob der irgendwie der beste aktuelle Stürmer ist. Ich würde schon sagen, dass es der Stürmer ist, der derzeit am besten sich am meisten in Form befindet. Am besten performt. Am besten performt, ja. Ist ja auch jetzt so, dass Sakari ausfällt dort und das nicht so unpraktisch ist, dass ein anderer performt, wobei man auch sagen muss, dass Willi Böwing jetzt, der Europacup-Willi hat jetzt 2 Bundesligaspiele in Folge getroffen, wer hätte es gedacht. So, aber warum habe ich das jetzt angesprochen? Weil ich wollte kurz eine Überleitung zu einem Hashtag DBLDW Quiz. Und da geht es aber um einen anderen Stürmer von Sturm Graz, nämlich um Simon Vodacic. Simon Vodacic kam gestern, also am Sonntag, erstmals in dieser Bundesliga-Saison bei Sturm nicht zum Einsatz. Wie viele Pflichtspiele hat er, Nationalteam inklusive, diese Saison, also diese Spielzeit bereits bestritten? Waren es A44, B41 oder C38? Ne, im Cup wird er noch nicht mal gespielt haben. Was ist denn der erste Runde? Als Rechner, der Schaupovic. 26. Dann mit Testspielen und so auch? Nein, das sind nur Pflichtspiele. Mehr Länderspiele wieder, also 7 macht. Ja, 38, das kommt mir alles zu hoch vor. Ja. Aber du darfst nicht vergessen, sie spielen Europacup. Ja, 38 stimmt doch nicht. Nein, es waren 44. Wirklich? Nicht schlecht, gell? Aber, und jetzt haben wir gleich noch 44? Einen. 44? Jetzt haben wir gleich noch einen. Hashtag DBLDW. Es waren 38 Spiele für Sturm und 6 für Polen zu 21. So, diese 44 Spiele. Sturm hat schon 38 Spiele, das ist Wahnsinn. So? Ja. Ja, das nicht vergessen. Pflichtspiele. Ja, weißt du, die sind ja 2 Runden weitergekommen. Ja, und Quali auch. Ja, genau. So, das macht Simon Vodacic aber nicht zu jenem Mann mit den meisten Saisonspielen in der österreichischen Bundesliga. Wer ist es denn? Wer hat denn die meisten Spiele gemacht in dieser Spielzeit bisher? Übergreifend mit dem Nationalteam. War es A, Alexander Schlager, B, Andres Andrade oder C, Oskar Gloch? Müsste ich halt wissen, wie oft Panama da irgendwo dabei ist. Es ist halt ganz schön, das jetzt zu machen, weil jetzt Länderspielpause wieder ist. Naja, Salzburg einmal nicht, weil Gloch kommt vor, der einzelne Mal trotzdem gefehlt in der Liga. Plus, warum sollten die Israelis jetzt mehr spielen? Und die haben ja auch keine Quali gespielt, also müsste mal der LASK sein. LASK. Oder. Dann hast du noch Andrade oder Schlager. Der Schlager ist ja auch bei Salzburg. Ja. Den nicht. Es gibt Schlager, Andrade oder Gloch. Also Xaver Schlager oder Alexander Schlager? Alexander Schlager, es geht um Österreich. Ich nehme Andrade. Und du hast recht! Andres Andrade hat nämlich 32 Spiele für den LASK bestritten, also wesentlich weniger als Vodacic. Allerdings 13 Spiele für Panama. Und jetzt hör zu. Erste Bundesliga-Runde am 28.07., gell? Die hat er verpasst und die ersten 2 Cup-Runden einmal wegen Nationalteam, einmal wegen Schulung. Der hat aber sein letztes Spiel in der Vorsaison am 28. Mai im 34. Spieltag 2. Liga für Arminia Bielefeld gemacht. Dann ist er gewechselt. Und dann hat er angefangen mit dem Nationalteam mit 16.06. Und das waren damals CONCACAF Nations League, was der Halbfinale, irgendwas, keine Ahnung. Sein, ne? Dann hat er Gold Cup gespielt, ist bis ins Finale gekommen. Dadurch ist er insgesamt, weil dann halt nur mal so ein Nations League-Geschichtel war und wie auch immer, hat er insgesamt 13 Länderspiele für Panama gemacht und zusammen mit den 32 Ligaspielen macht ihn das zum Dauerläufer, Überperformer und sowieso topfitten Spieler überhaupt der Admiral Bundesliga 2023-2024 mit unfucking fassbar 45 Einsätzen. Und das Interessante ist, draufgekommen bin ich, weil irgendwie Christian Ilzang das gemeint hat, ja, Stankovic hat schon 39 Spiele gemacht. Ist immer die Frage, wie viel du durchspielst. Aber Andrade spielt ja eigentlich meistens durch. Das wollte ich gerade sagen. Vodacic kommt oft als Wechsel, ne? Genau, Vodacic oft mit ein paar Minuten noch. Andrade eigentlich oft
90-90-90, ja. Ja, voll. Goran Stankovic zum Beispiel hat 39 Spiele insgesamt gemacht, 96 für Sturm, dreimal für Slowenien Nationalteam, aber dort nicht so viel, dort spielt er nicht so viel. Schlager hat 5-mal im Team gespielt für Österreich, 32 Mal für Salzburg. Und dann Gloch zum Beispiel 31 Spiele für Salzburg und 5 für Israel. Lubicic auch 32 plus 4 mit Nationalteam, also ist nicht zu unterschätzen. Dedic 30 plus 5 mit Nationalteam. Kann man alles so lassen. Was ist denn eigentlich los mit den Torschützen? Ich meine, Mobamba noch immer Fünfter in der Liste. Ja, das ist der vorne, ist in der also Krise. Wenn man ganz vorne schaut, Sinan Kavaina mit 10 Treffern, noch immer Führender. Ex-Eco mit Karim Konaté. Das sind jetzt Konaté aktuell keine erste Wahl. Man war jetzt gesperrt, aber lange nicht gespielt. Sinan Kavaina verletzt. Dritter ist Jano Ballo, okay, kann man sagen. Aber Robert Schul ist auch Ex-Equo dahinter. Puh, aber ich möchte so sagen, Max Bamba, Entrup auch. Entrup ist wirklich Entrup Kader, auch Gruber war da verletzt. Entrup ja, hat immer, ich sage, da ist ja niemand, der ja. sich irgendwo abhebt. Wir haben danach Krühl lang. Wie fährt der Erste derzeit? Wie viele Tore? 10 Tore. Also Kavaina und Konaté haben 10 Tore. Da könnte sogar noch wer dazwischen spritzen, oder? Wenn der Biref jetzt so weitermacht. Ja, Ballo, Jul, Entrup und Gruber haben 9 Tore. Marco Krühl 8, Chris Lang 7, Borci, Horvath, Prelitz, Gloch, Bamba, Ronny Waldo, Aftiai, Burgstaller, 6 Tore. Also ja, es setzt sich da keiner so richtig ab heuer. Mo Bamba übrigens in der Krise in der Ligue 1, hat schon 2 Spiele nicht getroffen. Ja, Flop-Transfer, wie immer schon gesagt. Und Lorient wartet seitdem auch wieder auf einen Sieg. Dafür am vergangenen der Wochenende... Der wird auf die Zahlung jetzt wohl nichts mehr. Ja, dafür am vergangenen Wochenende der ehemalige Sturmstürmer, weil wir gerade dort waren, Emmanuel Emega mit einem Doppelpack für Straßburg. Der hat insgesamt 7 Tore in 22 Einsätzen erzielt. Ist, glaube ich, in Ordnung für einen jungen Mann, auch für den Wechsel in eine höhere Liga. So eine ähnliche Quote wie bei Chris Lang. Genau. Jo. Und dann wären wir auch schon bei unserer... Bei was? Werbung? Ach so. Und jetzt Werbung, damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen muss. Ja, admiral-bundesliga.at/sixpack. Da habt ihr diesmal besonders viel Zeit, weil ja jetzt die Länderspielpause auf uns zukommt. Und ich habe einen besonders guten Tipp. Sorry. Naja, in der Q2, also in der zweiten Runde der Qualifikationsgruppe, natürlich alles auf X. Wenn Robert Schul nicht fit ist, der Lask trifft nicht und Sturm spielt gegen Salzburg, wollte ich sagen, die gewinnen. Das ist natürlich schwierig zum Tippen. Und die letzte Begegnung aufs Bauchgefühl hören. Wir das haben sind meine Fall Tippempfehlungen. Von unseren Tippempfehlungen von letzter Woche möchte ich nur sagen, dass wir zumindest bei Salzburg und bei Sturm haben wir zumindest die Tendenz richtig gehabt und auch bei Blau-Weiß-Linz gegen Lustenau. Ergebnis haben wir nur leider keines erraten. Naja, aber das ist 3 aus 6, das ist in Ordnung. Ja. Aber auf jeden Fall, es gibt weiterhin die Möglichkeit, die ganze Meistergruppe hindurch noch und auch die Qualifikationsgruppe hindurch, sich die Million zu checken bei admiral-bundesliga.de/sixpack. Schaut euch das an, geht hinein. Nächste Woche haben wir dann Länderspielpause, da könnte man dann eigentlich einmal wieder so auf Quoten Bezug nehmen, die so bei anderen spielen, oder? So Nationalteam oder so. Ja, können wir das machen. Das können wir machen. Ich hab am Wochenende, bevor Schwarz-Weiß Bregenz gegen den FC Dornbirn gespielt hat, 10.30 Uhr, die Sonntagsmatinee, habe ich gedacht, ich möchte schon irgendwie ein bisschen mehr Fußball schauen und habe dann auf Sky Sport Austria tatsächlich eine Begegnung gefunden aus alten Zeiten. Es war SV Mattersburg gegen Austria Wien und das Schöne war, es war vor, glaube ich, 5000 Zuschauern, es war April 2016, 32. Spieltag, vollkommen belanglos über die und meiner Meinung nach, bis ich dann gesehen habe, wie sie ausgegangen ist. Das war ein 0-9. Und What? Deswegen war es ein All-Time-Klassiker und wurde nochmal gespielt. Ich habe mich schon gewundert. Und das Lustige war, es ist ja auch erst in der 37. Minute oder so das 2-0 gefallen. Was mir natürlich extrem Kopfweh verbreitet. Ich habe mich überhaupt nicht auskannt. Wieso ist diese Partie jetzt ein All-Time-Klassiker? Da ist eben nichts gegangen. Thorsten Fink, damals noch Trainer. Also es war eine sehr spannende Partie. Trainer bei Mattersburg, damals übrigens Ivi Zavastic. Und ja, war einfach eine sehr amüsante Begegnung. Ach so, aber die haben in der 42. Minute sind sowohl Manuel Prietl als auch Markus Kuster ausgeschlossen worden. Ja.
Okay, deswegen. Aber war schon, ja, ich mein, das war schon, aber es war schon eine Austria-Mannschaft, man muss sagen, muss das die Show. Also da war Lukas Vinuto, Tarkan Serbest, Alexander Gorgon, Raphael Holzhauser, Larry Kajode, Alexander Grünwald, Lukas Rothbohler, ja. Christoph Machiko. Nein, aber schon. Also Wien Bichler, Alma war dann danach noch Nationalteamspieler. Larsen spielt, glaube ich, noch immer in Udine. Machinko war zumindest kurzzeitig auf dem Weg dazu bei Hoffenheim. Na, stimmt nicht. Larsen spielt bei Malmö. Ja. Nein, er war bei Trabzonspor vor und ist jetzt bei Malmö aktiv. Ja, Trabzonspor ist ja ein guter Zeitpunkt aktuell, über die zu reden. Weil? Hast du nicht mitbekommen? Nein. Dass die Fenerbahce-Fans vor den Trabzonspor, die Fenerbahce-Spieler vor den Trabzonspor-Fans geflüchtet sind, weil sie angegriffen worden sind am Spiel. Ah, schön. Lukas Vinuto ist in Brasilien aktiv übrigens. Mhm. Und Tarkan Serbest spielt auch in der Türkei bei Götz Debe, genau richtig. Wie auch immer. Nur als Info, es aber ja, können spannend. Auch solche Ergebnisse passieren in der Admiral-Bundesliga. So. Geil. Werbung Ende. Du hast ja gesagt, wo man das heißt. Ist super, wenn man also Werbung macht mit einem Wettanbieter und über 0-9 spricht. Warum? Oh, was hat denn das für eine Kombination? Also, nein, alles gut. Was passt da nicht? Jedenfalls gehen wir weiter zum nächsten Punkt und der wäre das... Was? Ja, sag mir das. Achso, warte mal, der wäre nicht. Das. Du kannst ja aber sagen, so, jetzt kommt das halbe Auge. Jetzt kommt das halbe Auge. Sehr gut. Wir schneiden nicht. Das halbe Auge. Zwei Fragen und zwei Antworten. Bla 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 bla. Herzlich willkommen zurück zu eurer Lieblingskategorie, das halbe Auge, mit Fragen, die ihr uns schickt, damit wir sie einspielen und besprechen. Wir haben diesmal eine Frage erhalten von Christoph Hütter und hört zu. Ich hätte eine etwas andere Frage und meiner Meinung nach trotzdem einen sehr wichtigen Zugang zum Thema Profifußball und Management. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, welchen Verein würdet ihr so einschätzen, dass er vielleicht als Vorreiterverein in der österreichischen Bundesliga das erste Mal eine Dame im Traineramt einsetzt, beziehungsweise auch als Co-Trainerin einsetzt? Und warum würdet ihr eurer Meinung nach diesen Verein so ein Vorhaben zuschreiben? Schöne Frage. Danke, lieber Christoph. Ich erinnere mich da zurück an Clermont Foot, den Verein von Mohamed Saracevic, der auch, glaube ich, doppelt getroffen hat am Wochenende. Ja. Ich weiß und im Nationalteam auch ist. Jetzt im kommenden Lehrgang. Die haben vor genau 10 Jahren erstmals eine Frau für ihre Herrenmannschaft präsentiert, der Cheftrainerin, nämlich Helena Costa. Ich glaube aber, die ist das dann nicht geworden, oder dann ist es eine andere geworden. Auf jeden Fall haben die diesen Move gemacht. Und dann gibt es ja die Geschichte von Imke Wübenhorst, die ich auch mal interviewt habe. Ein Porträt gibt es da von ihr, Ballesterer von vor, keine Ahnung, ein Jahr oder anderthalb Jahr, die auch zwar mittlerweile wieder bei einer Frauenmannschaft tätig ist, aber die bei BV Kloppenburg damals als Cheftrainerin präsentiert wurde. In der Oberliga war das damals. Das ist etwas Besonderes und etwas Seltenes, ist aber andererseits, wenn man darüber nachdenkt, also Herrentrainer bei Frauenteams sind ja total selbstverständlich. Also warum nicht? Und fände ich ganz schön, das zu machen. Hängt natürlich dann auch damit zusammen, wie du dich nach oben arbeiten kannst. Also gerade in diesem ganzen Umfeld der Laptop, sage ich jetzt mal TrainerInnen oder KonzepttrainerInnen, obwohl man dieses Wort ja auch gar nicht mehr so oft verwendet, ist das alles im Bereich des Möglichen. Es ist dann einfach nur, glaube ich, eine Frage von der Anzahl der kommenden oder der angehenden TrainerInnen, wie viele quasi Burschen gibt es, die das machen und wie viele Mädels gibt es und wie viel bleiben dann einfach so von der Quantität über die Qualität, wie viel bleibt dann übrig. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich dann geringer, dass eine Frau bei einem Herrenteam den Cheftrainerposten bekommt als umgekehrt, weil es einfach nur die von der Anzahl her. Aber irgendwann wird das sicher passieren. Ja. Es wird aber nicht die Wahrscheinlichkeit, dass es in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren passiert, ist wahrscheinlich relativ gering. Ja. Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch nicht am Trainermarkt nicht unbedingt der Experte, wer jetzt da in den einzelnen Bundesländern, ob jetzt Frau oder Mann, irgendwie sich gerade nach oben empfiehlt. Aber ich glaube, es geht ja gar nicht darum, dass jetzt einmal eine Cheftrainerin da ist, sondern du hast ja auch nur 2 Frauen aktuell, die eine UEFA Pro-Lizenz besitzen. Jetzt ist eine dritte, glaube ich, ich weiß nicht, wer ist noch einmal beim 9 UEFA Pro-Lizenz-Kurs
drin, da war gleich auch eine Dame dabei. Wie auch immer, aber es sind zwei, das ist die Irene Fuhrmann und die Maria Wolf, die auf alle Fälle die höchste Trainerlizenz haben. Das heißt, Cheftrainer der höchsten Spielklasse dürfen ja auch nur die zwei dann sein. Irene Fuhrmann ist Cheftrainerin vom Nationalteam. Also ich glaube nicht, dass die da so schnell einfach auch weggeht. Ja, und ich glaube, es wird eher so über die Co-Trainer-Position auch schon relativ zeitnah mal passieren. Ah ja, da habe ich es jetzt übrigens nochmal gefunden. Entschuldigung, es ist dann diese Portugiesin wurde da tatsächlich nicht Trainerin bei Clermont Foot, sondern es wurde dann Corinne Diacre. Wir sind ja perfekt in Französisch, wie ihr alle wisst. Und die war dann tatsächlich dort relativ lang zwischen 2014 und 2017. Die war früher auch Teamspielerin und Teamtrainerin in Frankreich und so weiter, also hoch dekoriert und so weiter. Also vielleicht, dass einmal dann eine Irene Fuhrmann, vielleicht einmal einen, warum nicht? Ich meine, Dominik Dahlmann war ja auch, unser Dominikus Dahlmann ja eigentlich, der ist ja auch von den Frauen dann zu den Männern rübergewechselt. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja auch, dann, das, auch das passiert ja dann nicht so oft, dass jemand auch jetzt männlich irgendwie ganz lang bei den Frauen ist und dann rüberwechselt. Das ist ja auch jetzt nicht so, dass das immer passiert. Also das darf man alles nicht unterschätzen. Aber ist natürlich alles zu begrüßen im Sinne der Chancengleichheit. Zweite Frage. Hätten wir viele und deswegen lasse ich dich jetzt einfach einmal, frage ich dich jetzt einfach mal 1, 2, 3 oder 4? 3. Gott sei Dank, weil 4 haben wir schon beantwortet. Wie viele Runden wird es in der Quali-Gruppe geben, in der es nur Remis gibt? Hashtag verlieren verboten. Schöne Frage. Möchtest du es beantworten? Oder? Ja, sag du. Du hebst dir die Frage. Ich glaube, dass es nach der Länderspielpause eine Mannschaft geben wird, die einen Sieg holt. Das spricht sogar gegen das, was ich vorher gesagt habe, dass alle unentschieden spielen. Aber es ist doch eher ausgeschlossen, dass es wieder unentschieden ausgeht. Okay. Du, jetzt musst du mich ganz schnell orakeln, weil ich muss eigentlich mein Kind schon holen. Ja, machen wir. Einen Moment. Ich hoffe, du hast nichts Schwieriges überlegt. Oder ich muss aber schnell sein. Du hast schon einige Tipps im Laufe der Episode bekommen. Von mir oder von dir? Beide. Alles Höller. Ist das? Nein. Schade, ist ja super gewesen. Ivica Vastic. Das DBLDW Orakel. Rechtsfuß, Schuhgröße 46. Jonas Moski, Gocce Sedlowski. 211 Bundesligaspiele, 62 Zweitligaspieler, 28 ÖFB-Cup-Spiele. Zusammengespielt mit Yassin Pelivan und Daniel Bartosz. Mit Daniel Kirschbaumer und Alexander Böllhuber. Aber auch mit Andreas Zingel und Okan Aydin. Patrick Bürger. Mit Andreas Kühn, Florian Tempel und Martin Pusic. Auch zusammengespielt mit Ivan Saravania und Dario Bezirep. Toni Hara und Nicolas Binder. Zusammengespielt mit Manuel Seidel und Philipp Siegel. Mit Mario Krigic und Cesar Ortiz. Sven Sprangler. Patrick Farkas. Und alles Höller, damit es dir noch dabei ist. Thorsten Mara ist es, ne? Thorsten Mara. Ja, Gott sei Dank. Super. Ja, aber hör auf, das ist so, das sage ich jetzt ein für alle Mal. Nicht, wenn du so sagst, es nicht, ja. Thorsten Mara ist es nicht, dann sage ich gar nichts mehr drauf, weil das ist eigentlich die größte. Thorsten Mara. Du hast eh keine Leben zu verlieren, du kannst 400 Namen sagen. So, das nächste Mal, wenn das so ist, jetzt habt ihr es alle gehört. Das ist, dann lasst mich rein. Nein, ja, lass mich rein, aber dann wird das ist ja nicht so. Ja, okay, Thorsten Mara. Zweitligameister, 34 Jahre, Österreicher Innenverteidiger. Spielt bei Klagenfurt, ist schon lange dabei und ich bin auf die Idee gekommen, weil er gespielt hat bei dem Legendenspiel, bei dem 0:9. Ich mag den gern, ich finde den sympathisch und ich finde, dass der das sehr solide da macht eigentlich. Ich mag den. Ja, und deswegen ist er auch. Hat auch ein nettes Interview gegeben, zum Beispiel jetzt am Wochenende. Netter Kerl. So, im Outro wollte ich noch erzählen, dass Mahamadou Diarra erstmals in der U23 von Mali mitspielen darf. Also BSG, Sturmtalent. Gratulation an dieser Stelle. Bei Salzburg fehlen wieder mal ungefähr 12 Spieler. Nein, tatsächlich 12 Spieler wegen Pause. Christian Streich haben wir schon angesprochen, auch 12, nämlich 12 Jahre Cheftrainer bei SC Freiburg und ist jetzt dann weg. 29 Jahre insgesamt Trainer beim SC Freiburg. Ich kenne eine Familie, die sich darüber freut. Nein, Juni Adamu ist sehr unglücklich bei Freiburg und war jetzt manchmal dort und was einkaufen und da ist irgendwie so ein bisschen so die Hoffnung, dass vielleicht ein neuer Trainerimpuls vielleicht auch neue Impulse für Juni bringen kann. Wobei ich einfach auch glaube, dass es halt dauern kann, oder? Wenn du in die deutsche Bundesliga, Freiburg anderer Spielstil,
Ist ja nicht so einfach. Fit war er nicht immer. Genau. Ja. Ralf Hasenhüttl ist zurück beim VfL Wolfsburg. Gratuliere dazu. Anscheinend hat sich seine Frau nicht dagegen gewehrt, wie dereinst die Ehefrau von Valdas Ivanauskas, die meinte, Wolfsburg ist zu hässlich. Ich möchte nur sagen, das stimmt. Wolfsburg ist wirklich die hässlichste Stadt, die man sich vorstellen kann. Es ist eine Planstadt. Man hat damals einfach Volkswagen gebaut und dann hat man sich gedacht, man braucht alles andere. Das ist so lustig dort. Also wenn ihr jemals in der Nähe dort seid, Wolfsburg ist ja gar nicht so weit von Berlin, schaut euch das an, das ist wirklich lustig. Das ist eine Stadt, wie man sich sie vorstellt. Das ist so, man überlegt sich am Reißbrett eine Stadt und man überlegt sich, ach, was braucht man noch? Ach, man braucht ein Rathaus und dann vielleicht eine Konzerthalle und vielleicht heben wir noch einen Teich aus. Ja, das wäre auch nett. Oh, machen wir noch eine Eishalle. Ein Stadion wäre ganz nett. Es ist wirklich lustig und es ist wirklich hässlich. Ist es, ich weiß nicht, ob das noch immer so ist. Es gibt aber keinen Rathausbalkon, ja. Eine Zeit lang durften die Spieler ja nicht mehr in Braunschweig wohnen, sondern mussten in Wolfsburg wohnen. Ja, Braunschweig ist die schöne Stadt. Weil Braunschweig ist die Stadt daneben. Ja. Aber Wolfsburg hat ja charmante Fußballtradition trotzdem. Also die sind ja nicht nur vor Wedern groß geworden, die waren ja dann schon, die waren auch, wie sie schlecht waren, schon irgendwie beliebt. Also das darf man nicht vergessen, ist schon ein bisschen so Werksmannschaft natürlich. Aber ja, und was ich auch noch erwähnen wollte, dass die Europacup-Saison für die österreichische Bundesliga-Clubs vorbei ist jetzt mit dem 1:1 in Lille von Sturm. Und da muss man schon sagen, dass das im Großen und Ganzen wirklich nicht besonders gut war, auch die letzten beiden Saisonen. Und da könnte man wirklich auch mal länger drüber reden. Startplatz für 25/26 in der Champions League haben wir verloren. Tschüssi. Ja, das ist halt so. Ja, das ist wirklich, da müsste man mal länger drüber reden, weil da, was da die Gründe dafür sind, und lasst uns gerne was zukommen, info@diebestligaderwelt.com oder abschließend auch Audiofragen dazu oder Audioeinschätzungen, wir können da gerne in der Länderspielpause drüber reden, weil wir reden sowieso nicht gerne über Länderspiele. Ja, abschließend, Philipp Menzel soll im Sommer zu einem deutschen Drittligisten wechseln. Sandhausen, wo ja Imhoff Sportdirektor ist, hat Interesse. Und auch Saarbrücken, die ja im DFB-Pokal-Halbfinale stehen. Vielleicht, wenn sie es gewinnen, sogar international spielen dürfen. Du hast mir erst aber jetzt am Wochenende wirklich wieder gedacht, der ist halt wirklich ein ganz guter Torhüter. Gibt einige Interessen aus der dritten Liga in Deutschland und man wird sehen, wofür er sich entscheidet. Ist ja Deutscher. So, ich hole jetzt mein Kind in der Schule, sonst ist er beleidigt. Recht hast du, ich hole kein Kind in der Schule. Ich empfehle Alisic Cevapcici immer gerne. Nicht schlecht, nicht schlecht. Passt, vielen Dank fürs Zeitnehmen. Wir hören und sehen uns demnächst. Und ja, wie immer, hast du die Abschiedsworte. Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.